Vortrags vorbereitete, war ich mir plötzlich bewusst, dass ich ihn in einer Sprache halte, die nicht meine Muttersprache ist und für Zuhörer, von denen die meisten eine dritte Sprache sprichen. Deshalb brauchte ich eine Übersetzerin, die ich hier noch einmal grüßen möchte, den ich noch einmal danken möchte. Ich brauchte also eine Übersetzerin, aber arme Übersetzerin. Wie kann sie ins Englisch und wie konnte sie ins Englische solche Ausdrücke übersetzen wie Sein des Seienden oder einfach das Sein, das kein Seiendes ist? Das hat sie, das habe ich so festgestellt und geprüft zusammen mit ihr, das hat sie glänzend übersetzt oder zu übersetzen versucht. Aber unvermeidlicherweise über Umwege und auf Kosten der Literalität. Ich könnte darüber diskutieren. Im Detail, aber dafür fehlt uns im Moment die Zeit. Also die Übersetzung geht, auch wenn sie gelingt, geht immer über Umwege und auf Kosten der Literalität. Und wie wäre es, wenn es darum ginge, meinen Vortrag über Metaphysik ins Arabisch oder ins Hebräische, in eine semitische Sprache oder ins Japanisch zu übersetzen? Das heißt, in Sprachen, die kein Verb sein haben. Oder genauer gesagt, die über kein Verb, Verb verfügen, das die gleichen Bedeutungen und Funktionen in sich vereint, wie die Verben sein, to be, être und so weiter, in unseren miteinander verwandten und deshalb verhältnismäßig leicht ineinander übersetzbaren indogermanischen Sprachen. Die Notwendigkeit der Übersetzung und die damit verbundene Schwierigkeit machen uns stutzig und richten unsere Aufmerksamkeit auf die Verschiebungen, Aufschiebungen, Verlegungen, die der Übergang von einer Sprache zu der anderen im Allgemeinen überhaupt erfordert. Das Übersetzen erschüttert das Übersetzte, beraubt es seiner angeblichen Transparenz und Selbstverständlichkeit. Sicherlich ist es diese schmerzhafte Erfahrung der Übersetzung oder des Übersetzen Müssens, die Jacques Derrida, also ein Meister der Dekonstruktion, dazu geführt hat, eine seltsame Definition der Dekonstruktion selbst zu wagen. Diese Definition befindet sich in einem Buch, in seinem letzten oder vorletzten Buch, weiß ich nicht mehr, das dem Monolinguismus gewidmet ist. Le Monolinguisme de l'autre, 1997 erschienen. Also da riskiert Derrida eine Definition, er sagt selbst, es sei eine Definition der Dekonstruktion. Man hat ihn oft gefragt, was ist denn das, die Dekonstruktion? Da gibt er eine Antwort. Aber diese Antwort ist ziemlich rätselhaft. Die Definition, die er riskiert, ist folgende. Plus d'une langue, mehr als eine Sprache. Das ist die Definition der Dekonstruktion für Derrida. Das heißt also, wenn ich das gut verstehe, der Plurilinguismus ist nicht nur ein Hindernis für die Verständigung, das ist er natürlich auch, aber positiv ist er eine Aufforderung zur Anerkennung der Differenz, der Andersheit. Eine Fremdsprache zu sprechen, und die These von Derrida ist, dass wir alle, wir sprechen nur Fremdsprachen. Die Sprache kommt immer von außen, von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft. Insofern jede Sprache, auch die Sprache, die wir sprechen, wird rezipiert und im Allgemeinen aufgedrängt. Auch von der Mutter. Ja, das ist die These von Derrida, die extreme These, darüber können wir diskutieren. Also, aber diese Tatsache, dass wir immer eine Fremdsprache sprechen, hat Vorteile. Und zwar die Tatsache, dass man eine Fremdsprache spricht, macht unsere Identität fraglich, macht unseren Selbstbesitz unmöglich. Und die Unmöglichkeit, übersetzt zu werden oder sich selbst zu übersetzen, macht unsere Selbstzufriedenheit lächerlich. Der universelle Monolinguismus, sei es des Englischen oder einer anderen Sprache, ist meines Erachtens eine der größten Gefahren, die unsere Welt bedroht.
Der metaphysische Traum von der Einheit der Welt, von der allgemeinen Befriedung, von der Ankunft des Reiches Gottes auf dieser Erde, von dem Endsieg des Guten über das Böse ist heute ausgeträumt. Er offenbart seine innere Grenze, die Gewalt ist und heißt, auch wenn diese Gewalt die Gewalt des Logos ist. Die immer wieder notwendige übersetzende Kraft der Dekonstruktion bedeutet hingegen, ethisch gesehen, die Ablehnung der Ich-Bezogenheit, die Akzeptanz des Pluralismus von differierenden Identitäten, mit einem Wort die Toleranz und die Demokratie. Ja, also ich könnte damit meinen Vortrag beenden, dass die Zeit schon weit gelaufen ist. Also wenn wir noch Zeit haben wollen für eine Diskussion, also ich sage, da ich resümiere da den nächsten Absatz, also wo ich sage, also dass die Metaphysik, die traditionelle Metaphysik als Ontotheologie sich dadurch charakterisiert, dass sie immer ein Zentrum sucht, um das Übrige kreist. Ein Zentrum, das heißt Gott oder ein erstes Prinzip, um das die anderen Seienden kreisen müssen. Und die Dekonstruktion besteht eben darin, also diese Zentralität zu zerstören, also in Frage zu stellen. Die Zentralität einer angeblichen Präsenz oder Selbstpräsenz, auch einer Selbstpräsenz des Subjektes zu zerstören. Selbst die Metaphysik der Subjektivität, also die Metaphysik der Neuzeit, ist in diesem Sinne keine Revolution der Denkart. Sie ist eine Verlängerung und Bestätigung der ersten Entscheidungen, die die Struktur der Metaphysik schon bei den Griechen getroffen worden waren. Diese Entscheidung für die Metaphysik ist sicherlich förderlich gewesen für die Entstehung und Entfaltung. Das sind die letzten Absätze, die beiden letzten. Metaphysische Entscheidung ist sicherlich förderlich gewesen für die Entstehung und Entfaltung einer wissenschaftlich-technischen Denkart, die heute zur planetarischen Herrschaft gelangt ist, mit den Konsequenzen, positiven, sicherlich aber auch negativen, für die Menschen, die wir kennen. Die Lehre aber, die man aus der Dekonstruktion ziehen kann, ist, dass jene erste Entscheidung, die die Metaphysik konstituiert hat, nicht die einzig mögliche war. Die Dekonstruktion insofern in erster Linie eine Befreiung von der Selbstverengung der Metaphysik. Eine Befreiung aus der Einengung der Denkmöglichkeiten, welche die Metaphysik herbeigeführt hat. Die Dekonstruktion restituiert dem Denken seine verlorene Freiheit, dem Sein seine vergessene Vieldeutigkeit, der Zukunft ihre vereinnahmte Offenheit. Sie nimmt dem Menschen den trügerischen Schutz des Seins ab und versetzt ihn in eine neue Verantwortung. Vielen Dank. Ja.